Heyo Leute, Crymax hier, was geht, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu Traymakers, Leute, ja, ihr habt richtig gehört, und in Traymakers gibt es ein neues, fettes Update, ihr könnt schon sehen, wir haben hier so ein Turbinenauto, Leute, let's go, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wenn ihr Traymakers genauso sehr vermisst habt wie ich, Leute, und ich würde sagen, heute gibt es mal wieder eine richtig krasse Bau-Challenge gegen Amir, was geht ab, Amir? Wow, ich kann hochfliegen, oh, Alter. Oha, was war das für ein Move? Bro, hast du schon das neue Update gecheckt in Traymakers? Ja, ich hab's mir gekauft und mag. Alter, ich auch. Das ist so krass, Freunde. Guckt euch das hier mal an. Es gibt jetzt hier so richtige Chat-Turbinen, Leute. Dann gibt es hier so ein richtiges Cockpit, wo man sich reinsetzen kann. Nee, hier ist das. Genau, hier dieses große Cockpit. Dann gibt's Passagiersitze. Und zwar ist nämlich ein richtiges Flugzeug-Update jetzt gekommen. Und zwar, Amir, wir werden nämlich heute eine Bau-Challenge machen. Und zwar, wer den krasseren Privatjet baut. Ja, wir werden einen Luxus-Privatjet bauen. Und es muss mindestens 4 Sitzplätze geben, ja? Guck mal, ich will nichts sagen, aber man nennt mich sonst Amir, A steht für Airlines und ich werde dich fertig machen! Digga, A steht für, sage ich jetzt nicht, für was das steht. Aber gut, Leute, lasst wie gesagt ein Like und ein Abo da. Ich würde sagen, Amir, wieder 20 Minuten Zeit, Bau-Challenge. Und wer in 20 Minuten den krasseren Privatjet gebaut hat, gewinnt das Ding. 500 Euro würde ich wieder sagen, ne? 500 Euro easy, Digga. Eigentlich musst du für ein Ticket bei mir mehr zahlen, aber okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal an den Rand der Map. Let's go. So, Leute, okay, wir sind jetzt hier mal schön weit weg von Amir, damit der von mir nicht Ideen klauen kann. Leute, ich habe Traymakers so vermisst. Es ist so ein krasses neues Update gekommen. Man kann jetzt hier in First Person gehen, Leute. Man hat jetzt hier diese fetten Turbinen. Also an sich, wenn ihr Bock habt, Leute, dann können wir nächstes Mal noch eine High-Speed-Challenge machen, weil ich glaube, mit den Turbinen kann man einen neuen Weltrekord aufstellen, was die Geschwindigkeit angeht. Aber wie gesagt, heute bauen wir erstmal einen Privatjet und wir haben nur 20 Minuten Zeit, deswegen sollten wir jetzt besser starten, Leute. Let's go. Ich habe Traymakers auf jeden Fall vermisst. Habt ihr das auch so sehr vermisst wie ich? Okay, also wir müssen, wie gesagt, einen Privatjet bauen. Okay, und in einem Privatjet ist ja irgendwie, ja, er muss ja schon ein bisschen eine gewisse Größe haben, so ein Privatjet, damit da auch Sitzplätze sind und, ja, damit da natürlich auch gewisser Luxus sein kann. So, machen wir von der Länge her. Oh mein Gott, sollen wir das so groß bauen? Ich glaube, das wird schon echt ziemlich groß, Leute. Aber irgendwie soll das ja auch luxuriös sein, ne? So, wir gucken mal. Wir brauchen hier... Okay, Leute, wir schauen jetzt aber erstmal, ob dieses große Cockpit hier dran passt, Leute. Alter, schaut euch das mal an. Man kann jetzt hier wirklich so einen richtigen krassen Flieger bauen. Okay, ich glaube, das ist aber irgendwie eine Nummer zu groß dafür, was wir hier geplant haben zu bauen. Deswegen machen wir das doch irgendwie ein bisschen kleiner, Leute. Wir löschen das hier nochmal schnell. So, das ist jetzt hier das erste Mal, dass ich irgendwie hier versuche, ein Flugzeug zu bauen. Also wünscht mir auf jeden Fall Glück, Leute. Ich hoffe, das kriegen wir gut hin. Also richtig schön wird es ja aussehen, wenn das so wäre, okay. Dann muss man ja irgendwie noch diese Passagiersitze hier einbauen. Das wäre dann ja irgendwie so hier. Und wir haben ja irgendwie gesagt, mindestens 4 Sitzplätze. Also das muss irgendwie schon ein bisschen... Natürlich auch, sollen die ein bisschen Beinfreiheit kriegen? Ist eigentlich egal, oder? Ist eigentlich egal. Das ist ja hier kein... Obwohl, es ist ein Privatjet. Ein bisschen Luxus muss ja eigentlich schon sein. Komm, wir gönnen denen ein bisschen Beinfreiheit. Die sollen ein bisschen Beinfreiheit kriegen. Gehen wir mal nach hier hin. Hey, Leute, ich bin auch eigentlich total schlecht in so Flugzeugen bauen. Ich glaube, ich bin ganz gut in Autos bauen, aber in Flugzeuge bauen bin ich, glaube ich, gar nicht mal so gut. Aber okay, okay. So könnte das prinzipiell funktionieren. Nur, wir müssen das ein bisschen tiefer machen. Also, ich versuche jetzt erstmal rein von der Optik so ein bisschen was zu bauen und dann müssen wir dem Ding irgendwie noch eine Funktion zufügen. Gott, Leute, das kann ja was werden. Ich hoffe, das Ding wird überhaupt fliegen. So, zack, zack, zack. Okay, dann die Sitze alle eins runter. Boah, wie ein Profi machen wir das hier. Okay, und können wir das hier hin? Können wir das da dran machen? Ah, nein, das geht da nicht dran wegen den Sitzen, glaube ich. Ey, mach jetzt nicht den hier. Mach jetzt nicht diesen. Geht das hier gar nicht dran? Wie schlecht ist das denn? Nein, was mache ich denn hier? Jetzt mache ich alles kaputt. Ich habe Zeitdruck, Leute. Man muss hier unter Zeitdruck arbeiten. Das ist ein bisschen schlecht, Leute, hier mit den Sitzen. Wir wollen ja auch hier so ein Dach drüber machen. Oder, okay, warte, jetzt. Ich weiß jetzt, wie wir es regeln. Ich weiß jetzt. Ich habe die Lösung. Freunde, macht euch keine Sorgen. Ich weiß, wie wir das machen. Die Sitze sind einfach schon der Boden quasi direkt. Das ist die Lösung, Freunde. Okay, also die Sitze sind quasi der Boden, weil man sieht das von unten sowieso nicht. Ich hoffe nur, dass es von der Stabilität dann auf jeden Fall geht. Okay, und wir haben eine Decke oben drauf. Das ist ja auch schon mal gut. Perfekt, Freunde, perfekt. Okay, das lassen wir jetzt hier mal noch frei. Jetzt hier an die Seite kommen natürlich so Seitenwände dran und irgendwie am besten, oder es wäre eigentlich cool, wenn wir da so Fenster auch hinkriegen würden. So, genau, machen wir erstmal so eine normale Schicht. Zack, zack, zack. Und die nächste Schicht machen wir dann einfach durchsichtig. Bam, 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 weil dann hat man da so wirklich Fensterscheiben, Leute, dass unsere Gäste natürlich auch aus dem Fenster schauen können. Das ist ja ganz wichtig. So, durchsichtig. Wo ist hier durchsichtig? Glas. So, das müssen wir natürlich noch hell machen. Bam. Oder wir machen so ein bisschen getöntes Glas für unsere VIP-Kunden.
So, zack, zack, Leute. Okay, sehr gut. Also jetzt haben wir da schon mal Sitzplätze, 4 Stück. Also wir können 4 Passagiere mitnehmen und wir haben Fensterscheiben am Start. Und es sieht schon mal halbwegs nach einem Flieger aus, oder? Was meint ihr, Leute? iCrimex Airline. Das ist die iCrimex Airline, Leute. Wer würde mit mir mitfliegen? Okay, wartet vielleicht erstmal, wie das Ding abschneidet, bevor ihr mir hier, bevor ihr sagt, ihr würdet mitfliegen. Schauen wir erstmal. Okay, aber es sieht eigentlich schon mal ganz gut aus, Leute. Natürlich müssen jetzt hier noch Flügel, Düsen und so weiter alles dran. Das haben wir jetzt alles noch nicht, aber es sieht schon mal eigentlich recht solide aus, oder? Was meint ihr, Freunde? Okay, dann müssen wir natürlich schauen, wie machen wir die Flügel? Oh mein Gott, ich bin so schlecht, Leute, hier in so Sachen bauen. Nicht Aerodynamik, Mechanik. Wir können ja erstmal so Reifen dran machen. Ein Flugzeug hat ja auch Reifen zum Landen, braucht das ja, ne? Okay. Ich würde sagen, die Reifen machen wir so hier dran, hier vorne, dass das Ding natürlich auch erstmal so gerade steht. Startposition machen wir 0. Geschwindigkeit drehen wir auf jeden Fall mal ein bisschen runter. So, die Reifen. Natürlich bekommt so ein Flugzeug nur diese kleinen Reifen. Hier diese Go-Kart-Reifen. So, ja, passt doch. Passt doch schon mal. Boah, Leute, jetzt kommt wirklich der schwerste Teil bei so Flugzeugen. Ey, da bin ich wirklich komplett überfragt. Ich habe sowas noch nie hinbekommen in Trailmakers. Wie gesagt, es gibt jetzt hier diese 9 großen Düsen. Die brauchen wir auf jeden Fall. Oder brauchen wir die? Oder wir können natürlich auch kleinere nehmen, aber... Oder es gibt hier auch so kleine Raketendüsen. Natürlich, aber ich würde eigentlich schon ganz gerne irgendwie so eine große Düse hier dran bauen. Die Düse ist einfach fast so groß wie, oder so groß wie hier das Flugzeug. Das wird dann hier so an der Seite quasi hängen, aber wir brauchen ja noch Flügel. Das muss ja an die Flügel dran. So, hier. Modularer Flügel. Ja, sowas brauchen wir. Großer Auftrieb. Ja, so muss das ja sein. Und hier hängt dann die Turbine dran. Gott, Leute, das sieht irgendwie ganz falsch aus. Also unser Flugzeug ist irgendwie eigentlich viel zu klein für diese riesen Flügel, die da dran hängen. Na gut, aber wisst ihr was, Leute? Wir versuchen es einfach mal. Wir können das ja mal so kopieren und einfach mal auf die andere Seite machen. Wir machen jetzt gleich mal den ersten Flugcheck. Boah, Leute, ich hoffe nicht, dass Amir ein gutes Flugzeug baut, weil ich weiß nicht, ob das hier was wird. Ich kann es euch echt nicht sagen. Wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach mal so einen kleinen Flugcheck und testen mal. Oh! Okay, okay, wir haben das Flugzeug halt beschädigt. Warum schießt das denn hier so schnell raus? Geschwindigkeit? Nee, langsam, ganz langsam die Geschwindigkeit bitte. Okay, nochmal checken. Okay, besser. Oh, das wollte ich nicht. Einsteigen. Wow, wow, Leute, was? Also ein bisschen scheint es irgendwie schon mal zu funktionieren. LOL! Alter! Okay, okay. Bruchlandung. Also ein bisschen funktioniert es ja schon mal, Leute. Ich bin echt positiv überrascht. Ey, Leute, nach etlichen Fehlversuchen habe ich jetzt hier, glaube ich, eine ganz gute Lösung gebaut, Freunde. Und zwar, ich habe jetzt hier diese Module hier an die Seite, an die Flügel dran gebaut, dass ich das hier so bewegen kann. Und ich glaube, das ist der Trick. Jetzt werden wir gemeinsam durchstarten. Okay, wir testen es jetzt. Können wir mit dem Teil fliegen? Wow, wow, es funktioniert gerade. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott, es funktioniert. Okay, jetzt die Räder reinfahren. Die Räder reinfahren. Okay, wir fliegen durch die Gegend. Können wir jetzt ein bisschen lenken? Ich glaube, es geht halbwegs. Oh Gott, oh Gott. Oh. Ich versuche jetzt hier mal eine Runde zu drehen. Also es ist noch ein bisschen komisch alles, aber wenn ich mich nicht täusche, wenn ich jetzt hier überdrücke, können wir eine Runde drehen, ja. Und umdrehen, umdrehen, umdrehen. Es ist noch ein bisschen unkontrolliert, aber ja, Leute, wir fliegen. Ich kann es halbwegs die Richtung kontrollieren. Wir fliegen wieder zurück zur Insel. Jetzt versuche ich mal eine einigermaßen eine Landung hinzubekommen. Ey, Leute, das ist ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Schritt für iCrimex. Noch nicht ganz optimal, aber wir machen Fortschritte. Okay, komm Leute, es geht weiter. Weil was ich mir gerade direkt mal dachte, was wir direkt noch einmal umbauen müssen, ist, wir machen die Startposition, die sollen ausgefahren starten. So, weil gerade am Anfang, wenn das Ding startet, soll das ja ausgefahren sein. Dann machen wir am besten noch eine Federung, bauen wir da ein, damit das Ding ja ein bisschen sanfter landet, ne? Ihr versteht schon. Ein bisschen sanft, Leute. So, dann machen wir nämlich hier eine Federung, bauen wir da ein. Und so, zack, eins runter. Jetzt habe ich alle eins runter. Na egal. Federung kommt sowieso überall rein. Ey, Leute, ich bin echt super gespannt auf das, was Amir haben wird. Oh, da brauchen wir 2 Platz. Boah, ey, Leute, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus hier mit der Federung. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Aber mein Flugzeug wird dank der Federungstechnologie auch gut landen. Also mein Ziel ist hier wirklich so ein komplett funktionierendes Flugzeug zu machen, was nicht
Und so soll das Ding dann später wieder landen. Und ich, das ist noch irgendwie ein bisschen sehr schnell, wo das hier immer rausgefahren kommt. Machen wir einfach mal auf 10. Warum fährt das immer noch so schnell raus? Das verstehe ich nicht. Das ist irgendwie immer noch total schnell, wo das hier Geschwindigkeit. Machen wir mal 5. Ach, das hat hier hinten gar nicht das gespeichert. Ach so. Okay, jetzt müsste es überall richtig sein. Ah, ist halt schwierig. Mit der Federung liegt das Ding aber dann dadurch nicht so stabil, ne? Vielleicht war die Federung... Ah, okay, die Federung war, glaube ich, doch eine dumme Idee, Leute. Es war doch leider nicht so eine schlaue Idee, weil dadurch liegt das nicht so stabil. Die Federung muss wieder raus. Federung ist wieder raus, Leute. Wir machen weiter. Was natürlich... Also, es ist hier wirklich absolutes Feintuning angesagt. Hier ist immer noch diese Geschwindigkeit sehr, sehr schnell. Sollten wir auf 0,25 reduzieren. Die Stärke auch noch. Machen wir auch nochmal die Hälfte und den Winkel. Winkel machen wir auf 15 runter. 025, 15, 25. Okay, nächster Flugcheck. Oh, zieh den Vogel hoch. Oh, okay, das war schlecht. Hier war die Wand im Weg. Mann, ey, komm schon. Wir müssen in die andere Richtung fliegen. So, okay, jetzt, Leute. Flugcheck. Versuch Nummer 5 oder so. Okay, es geht. Es geht sehr gut. Ja. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in iCrimex Airlines. Woohoo! Nein, 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 nein. Oh, doch nicht für Ihr Vertrauen. Okay, wir sollten nochmal das Ganze ein bisschen verbessern, Leute. Ey, es ist wirklich nicht einfach. Also so Flugzeuge bauen ist meiner Meinung nach das Schwerste überhaupt in Trailmakers. Wir machen jetzt erstmal nochmal hier kurz was anders. Ich werde nämlich jetzt das anders machen. Wir machen den Motor nämlich auf Gas geben. Shift. Auf Shift drücken machen wir das. Und rückwärts fahren machen wir auf, keine Ahnung was, Y. Weil jedes Mal, wenn ich W gedrückt habe, ist auch der Motor hat sich dadurch bewegt. Das ist schon mal nicht so gut. Aber wir bauen jetzt hier mal noch schnell den Flieger ein bisschen weiter, weil wir haben auch nicht mehr so arg viel Zeit, Leute. Wir haben noch 3 Minuten Zeit. Und ja, das Ding sieht rein optisch auch noch nicht so nice aus. Dann auf jeden Fall hier so eine Heckflosse. Der kriegt auf jeden Fall hier eine Heckflosse hinten drauf. Für die Optik, Leute. Damit es nach einem richtigen Flugzeug aussieht. Boah. Seid ehrlich, das geht schon als Flugzeug durch, was wir hier haben. Ich weiß nicht, was das, inwiefern das irgendwas bringt, so eine Heckflosse. Aber für die Optik, Leute, für die Optik. Sieht doch gut aus, sieht doch sehr gut aus. Ich würde sagen, jetzt machen wir mal hier noch ein bisschen, so ein paar kleine Details hier dran. Ich versuche jetzt erstmal noch schnell, dass das Flugzeug wirklich gut aussieht. Weil falls Amir seins besser fliegt, dann müssen wir auf jeden Fall den Optikpunkt bekommen. So, dann machen wir hier erstmal bam, 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 sodass das wirklich komplett rund aussieht. Boah, Alter, sieht das gut aus, Leute. Also rein wirklich optisch geisteskrank, was wir hier gebaut haben. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Warte mal. Das Ganze machen wir jetzt hier unten auch nochmal, dass das wirklich so von außen so komplett abgerundet aussieht. So, einmal noch kopieren und auf die andere Seite rüber. Uiuiui. Und natürlich, Leute, Trick 17, hier hinten das auch noch einmal dran machen. Ah, wobei, sieht das hier hinten gut aus? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Hm, hier hinten sieht das nicht ganz so gut aus. Ja, machen wir lieber so. Boah, haha. Das ist ein Privatchat, Amir. Ja, das ist hier ein richtiger Privatchat. So, ein Flugzeug braucht natürlich auch noch Lichter für die Sicherheit. Flugsicherheit wird hier groß geschrieben. So, hinten 2 Lichter, vorne Lichter. Haben wir immer noch Platz vorne, um Lichter ranzumachen? Ich glaube aber irgendwie nicht so. Okay, Flugsicherheit wird hier wohl doch nicht so groß geschrieben. Kann ich noch ein paar andere coole Features einbauen? Irgendwie müssen wir hier die Punkte machen. Zubehör. So Lufteinlässe. Würden so Lufteinlässe cool aussehen? Weiß ich jetzt nicht. Ah, nee, irgendwie sieht nicht so cool aus. Schiffslaternen? Nee, auch nicht. Wir könnten so eine Sirene dran machen, aber weiß ich nicht. Verzierungen? Ah, die haben wir alle noch nicht freigeschalten, leider. Eigentlich hart auf hart müssten wir die Farbe noch ändern. Ja, ist da... Boah, das sieht natürlich auch richtig wild aus. Ein schwarzer Privatjet, ja? Komm, machen wir so. Jetzt muss ich nur noch hier leider nochmal die Scheiben machen. Aber die können wir auch so schwarz getönt lassen. Boah. Leute, da kommt der Präsident mit an. Ich sag euch, wie es ist. Okay, jetzt aber nochmal ein Flugcheck. Hä? Warum lässt sich das Ding jetzt so komisch steuern? Was ist denn jetzt los hier? Verstehe ich jetzt nicht. Was ist denn jetzt hier mit den Rotatoren hier los? Ach, der Winkel ist, glaube ich, zu wenig. Kann das vielleicht sein? Warte mal, wir müssen das nochmal hier Trockenübung. Ah, nein, ich glaube, die Stärke ist jetzt komisch. Ich glaube, die Stärke ist zu wenig, dass sich das bewegt. 40er Stärke. Machen wir einfach mal. Oder wir machen die Stärke wieder auf 50. Okay, Leute, jetzt sieht das doch eigentlich ganz gut aus. Nein, Mann, was ist das? Warum funktioniert es jetzt nicht mehr? Ey, Leute, ich check nicht. Gerade eben hat doch auch noch alles funktioniert. Vielleicht liegt es aber auch daran. Vielleicht muss ich hier das mal tauschen. Der zieht einfach so random rüber. Warum?
Ah, Leute, es kann eigentlich nur daran liegen. Wisst ihr, woran es nur liegen kann? An diesen Dingern. Weil seit ich hinten die Teile hier drauf gesetzt habe, lenkt der jedes Mal so komisch um. Es kann eigentlich nur daran liegen. Komm, jetzt hier Flugcheck. Bitte, flieg jetzt einfach halbwegs. Oh, Leute, ich habe keine Ahnung, was jetzt los ist. Mann, jetzt, wo die Zeit gleich vorbei ist, funktioniert hier nichts mehr. Warum? Ich verstehe es leider echt nicht. Es macht für mich keinen Sinn, warum das jetzt komisch ist. So, Amir, die Zeit ist jetzt eigentlich abgelaufen. Wie sieht's aus bei dir? Ja, ich bin fertig. Bist fertig? Du hast keine Chance gegen mich. Oh Mann, ich glaub's auch, weil das Problem ist bei meinem... Ich bin optisch eigentlich ganz gut zufrieden, aber irgendwie fliegt der in letzter Zeit nicht mehr gut. Ich weiß nicht, was ich geändert habe. Irgendwie, ich krieg's nicht mehr hin. Kein Problem. Dann komm mal mit. Mann, ey, okay. Wo treffen wir uns? Ich komme in einer Minute zum Startpunkt, wo wir auch vorhin waren. Gar nicht gut. Ich weiß wirklich leider nicht, woran's liegt. Ich bin eine 1. Oh Mann, okay. Nein. Ich hoffe... Vielleicht können wir den Optikpunkt gewinnen. Da mache ich jetzt hier mal wieder diesen komischen Dinger hier drauf. Wir können jetzt nur noch auf den Optikpunkt gehen. Ansonsten macht es leider keinen Sinn. Können wir vielleicht so ein bisschen mit Sekundärfarbe, so ein bisschen weiß? Sieht vielleicht cool aus. Okay, Freunde, das war's gewesen. Wir gehen jetzt mal zu Amir rüber. So, Amir, jetzt bin ich mal wirklich gespannt auf deinen Privatchat. Alter! Der orangene Flitzer! Bro, was? Hä? Lass mich mal ganz kurz in die Lüfte hier. Nein! Lol, wie krass sieht der aus. Guck mal hier, wie ich lenken kann. Siehst du das? Hä? Bro, der ist Wasser. Ja, okay. Ich habe richtig gesehen, wie gut du lenken kannst. Ey, der sieht ey, hol den bitte nochmal her. Ich will den nochmal sehen. Sieht meiner aus wie ein kleiner Popelchat, ey. Ja, Mann, guck mal hier, warte. Junge, guckt euch mal meinen dagegen an. Das ist ja total schlecht. Komm mal rüber geflogen, Max. Wo bist du? Ey, ich hab keine Bremse, Keine Sorge. Junge, der sieht ja übelst cracked aus. Der kann auch fliegen wie eine 1. Steig mal ein und flieg mal. Alter. Ey, ich bin auch dumm. Stimmt, es gibt ja diese neuen Reifen, diese neuen Flugzeugreifen. Die habe ich gar nicht verwendet. Steig mal ein und flieg mal. Alter, also warte mal. Leertaste. Hä? Leertaste? Ja, warte mal. Also lass erstmal die Optik vergleichen. Also das ist das Ding, was ich gebaut habe. Warte, ich fahre hier mal noch kurz die Reifen runter. Mhm. So. Also das hier ist mein Flugzeug. Cool. Das ist cool mit den Reifen. Ja. Also ich dachte irgendwie, rein optisch wäre ich krasser als du, aber Leute, was ist das hier? Der sieht ja übelst krass aus. Hä? Waren das wirklich 20 Minuten, Digga? Mir kam es echt länger. Okay, wisst ihr was? Ich probiere jetzt mal kurz den von Amir zu fliegen aus. Muss S drücken zum Abkleben. Bro, der funktioniert ja übelst gut. Was? Nein, no way. Man kann ihn wirklich gut kontrollieren. Guck mal, ich fliege jetzt mal wieder zurück zu dir. Ein bisschen hochziehen. Oh, hoch. Oh. Ja, landen ist schwierig. Ich muss mal Leertaste drücken, um auszumachen, ne? Ach so, Landeanflug. Ein bisschen holprige Landung. Warte mal, ich mach nochmal. Okay. Warte, ich komme mal zu dir zurück. So, ja. Max? Ja? Ich hab dich geprankt, als ob ich sowas bauen könnte. Was? Digga, ich hab den größten Rotz gebaut. Guck dir das mal an. Zeig mal jetzt, was du wirklich gebaut hast. Ey, ich dachte schon. Alter. Ey, da kann ich nicht mal fliegen. Bro, du hast mich wirklich geprankt. Warte mal, jetzt hol ich mal meinen auf Real her. Wo sieht man das nochmal hier? Geschichte. So, das hier war meiner Real-mäßig. Okay. Alter, okay, also das hat jetzt Amir wirklich gebaut. Der andere war echt krass. Aber bei dem anderen hat man auch gesehen, es gibt ja voll die neuen Sachen alle, die man verwenden kann. Das habe ich jetzt auch gar nicht gemacht. Digga, wir haben wie Rentner, so auf Oldschool-Basis gedacht. Ja, leider. Wobei, du hast aber... Leertaste kannst du starten. Der ist schnell. Der ist schnell, ja. Du hast allein 3 von diesen Düsen da eingebaut. Ey, der hebt gar nicht ab. Ja, ach nee, der kann nicht mal fliegen, hab ich doch gesagt. Lol. Okay, dann müssen wir das jetzt einmal auf fair bewerten. Dann müssen wir jetzt wirklich einmal fair machen. Ja, geil, flieg mal los, ich guck dir eh zu. Okay, also ich versuche jetzt mal loszufliegen, Leute. Ja. Oh, jetzt geht's hier, Freunde. Ja. Also, ich glaube Flugpunkte. Warte, noch einmal. Das Schlimme ist, ich bin einmal wirklich eine Runde geflogen, dann habe ich irgendwas verändert und ich krieg's nicht mehr hin. Ich weiß nicht, was verändert hat. Der ist so kompliziert mit dem Fliegen. Machst du einen kleinen Mini-Fehler, das ganze Aerodynamik kaputt. Ja, es geht gar nichts mehr. Also es ist wirklich krass. Ja.
Aber Leute, naja, wenigstens habe ich die Optikpunkte hier gewonnen mit meinem Privatchat. Leute, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wenn ihr Trailmakers genauso sehr vermisst habt wie wir. Checkt auf jeden Fall noch Armia aus. Bei dem nehmen wir jetzt auch noch eine Bau-Challenge auf. Und dann würde ich sagen, Leute, bis dahin. Haut da rein, Leute. Euer Crymax.